In der letzten Folge haben wir uns ein paar Grundlagen der Elektrotechnik angeschaut, welche wir in dieser Folge jetzt um eine Kleinigkeit noch ergänzen und dann auch endlich nutzbringend einsetzen wollen. Unser Ziel ist es, das externe Netzteil eines Commodore Amiga ansatzweise elektrotechnisch zu überprüfen. Zumindest so weit, wie man dies mit einfachen Werkzeugen und Kenntnissen tun kann. Dass es sich hierbei um ein Amiga-Netzteil handelt, ist freilich meiner Retro-Computer-Vorliebe geschuldet. Es könnte sich dabei natürlich auch um das Netzteil eines anderen Gerätes handeln. Hier ist der Chips 46, Netzteil messen. Viel Spaß damit! Bevor wir starten, möchte ich mich bei meinem YouTube-Abonnenten Dr. Zeisler für folgenden Gedankenanstoß bedanken. Bitte geht als Laie niemals an Röhrenmonitore heran. Das heißt, von außen schon, logisch, aber nicht in die Innereien. Ich sagte in der letzten Folge so lapidar, dass wir uns auf der Seite des Netzteils bewegen wollen, wo wir nur kleine Spannungen und Ströme, also impliziert eine ungefährliche Situation, vorfinden können. Gerade aber in Röhrenmonitoren, welche wir ja im Retro-Bereich haufenweise antreffen, haben wir es in den Geräten mit mehreren KV, also mehreren 1000 Volt zu tun, mit denen so eine Kathodenstrahlröhre nun mal arbeitet. Diese sehr hohen Spannungen können auch noch anstehen, wenn der Netzstecker gezogen worden ist. Daher bei allem neugierigen Basteltrieb Finger weg von den Innereien von CRT-Monitoren. Nun geht's los! Das heißt, noch nicht so richtig. Wir haben zuvor die Grundlagen besprochen und dabei eine ganz wichtige Grundlage außen vor gelassen. Elektrischer Strom kann immer nur dann fließen, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Spannung kann bei offenem Stromkreis anstehen, sehen wir ja hier anhand der Steckdose. Hier ist Spannung drauf, aber da der Stromkreis offen ist, kann nichts fließen. Wenn ich nun eine Lampe anschließe, fließt der Strom von der Phase durch die Leitung und damit das Leuchtelement, bringt dieses ganz nebenbei zum Leuchten und fließt anschließend über den Neutralleiter wieder zurück. Woher die Phase kommt und wohin der Neutralleiter geht, darauf kommen wir gleich. Noch einfacher lässt es sich mit dieser 9-Volt-Batterie veranschaulichen. Ohne irgendwas an den Polen dran stehen hier 9 Volt dran, aber es fließt kein Strom. Halten wir nun dieses Halogenbirnchen beispielsweise dran, so fließt der Strom vom Pluspol durch die Lampe, die elektrische Energie wird in sichtbares Licht und Wärme gewandelt und der Strom fließt wieder zurück in den Minuspol der Batterie. Naja, wenn man es genau nehmen würde, wäre es andersrum, den stattfindenden Elektronenfluss meine ich, aber das ist echt was für Erbsenzähler. Eine Funktion unseres Multimeters macht sich diese Tatsache ebenfalls zunutze, die Durchgangsprüfung. Halte ich die Messspitzen einfach nur zusammen, dann piepst es, weil der Stromkreis ohne nennenswerten Widerstand geschlossen ist. Oder hier eben meine dritte Hand, die ist aus Metall, also leitfähig, also piepst der Durchgangsprüfer auch hier, weil eben der Strom nahezu ungehindert fließen kann. Ja, und warum erwähne ich jetzt sowas Selbstverständliches? Sowas hier schon mal gesehen? Ja klar, ne? Das ist ein einphasiger Spannungsprüfer, auch gerne mal Phasenprüfer oder auch Lügenbeutel genannt. Kriegt man für ein paar Euro in jedem Baumarkt nachgeschmissen. Nur, wie kann der funktionieren? Ich stecke das Ding hier in dieses Loch der Steckdose. Offensichtlich habe ich jetzt ausgerechnet den Neutralleiter erwischt, denn die kleine Glimmlampe im Innern glimmt nicht. Also nehmen wir mal das andere Loch. Und siehe da, die Glimmlampe funzelt vor sich hin. Aber wie geht das? Haben wir nicht eben gelernt, dass ein Stromkreis geschlossen sein muss, weil sonst kein Strom fließen, ergo auch keine Lampe leuchten kann? Es gibt hier doch gar keine Verbindung zum Neutralleiter. Sehen wir ja hier, das Loch da ist frei, da fließt nix. Nun, ich erzähle ja schon mal gerne Bullshit, ja, aber die Aussage, dass ein Stromkreis geschlossen sein muss, damit Strom fließen kann, stimmt interessanterweise immer noch. Der Stromkreis muss also anderweitig geschlossen sein. Na, seht mal hier.
Wenn ich hinten auf die metallene Fläche des Phasenprüfers fasse, leuchtet die Glimmlampe. Lasse ich hier los und halte den Prüfer nur am Kunststoffgriff, so leuchtet sie nicht. An, aus, an, aus. Magic! Oder bin ich lebensmüde? Das würde ja jetzt bedeuten, dass ich Bestandteil dieses Stromkreises wäre. Ja, toten Teufel, genau so ist es auch. In unseren Hausinstallationen haben wir nämlich in Summe 5 unterschiedliche Leiter, welche zur Funktion und auch zur Sicherheit des Hausnetzes beitragen. 3 jeweils 230 Volt spannungsführende Phasen, einen Neutralleiter und den Schutzleiter, auch genannt PE. 3 davon haben wir auch in der Steckdose. Zur reinen Funktion eines angeschlossenen Gerätes brauchen wir nur Phase und Neutralleiter. Der Schutzleiter ist, wie der Name sagt, zu unserem Schutz da. Er ist direkt mit dem Hauserder verbunden und damit auch, vereinfacht gesagt, mit dem Gegenpol der 230 Volt führenden Phase. Geräte mit sogenanntem Schutzkontakt oder kurz Schuko-Steckern müssen an ihren berührbaren, leitfähigen Teilen mit dem Schutzleiter verbunden sein. Kann man hier einfach nachprüfen per Durchgangsprüffunktion unseres Multimeters und diesem Bügeleisen. Die Bügelfläche ist aus Metall, also leitfähig, und ich kann sie berühren. Ja, sicherheitshalber ist es jetzt nicht eingeschaltet, klar. Kommt es hier also zum Fehler und die 230 Volt führende Phase würde direkt gegen die Bügelfläche kommen, so entstünde ein Kurzschluss gegen Erde, Phase gegen Schutzleiter, und es würde ein extrem hoher Kurzschlussstrom fließen. Wir haben ja das ohmsche Gesetz kennengelernt. Wir hätten da also den Strom I, welcher sich errechnet aus der Spannung U, 230 Volt, geteilt durch einen praktisch nicht vorhandenen Widerstand, sagen wir mal hochgegriffen und stark vereinfacht, 1 Ohm. Und da muss man kein Mathe-Genie sein, um zu erkennen, dass hier 230 Ampere fließen würden, welche unseren 16 Ampere Leitungsschutzschalter sofort zum Abschalten animieren würden. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es auch viele Gerätschaften gibt, die nur so einen flachen Eurostecker haben. Diese Geräte sind oder sollten schutzisoliert sein, also keine leitfähigen, berührbaren Flächen haben. Sollte es in solchen Geräten mal dazu kommen, dass im Inneren die Phase abbricht und gegen das Gehäuse kommt, dann kann nichts passieren, da das Gehäuse isolierend wirkt, also rechnerisch gesagt sehr hochohmig ist und daher praktisch kein gefährlicher Strom fließen kann. Unser Schutzleiter ist also mit Erde verbunden. Das können wir auch sehen, wenn wir mit unserem Duspol, dem zweipoligen Spannungsprüfer, die Phase der Steckdose gegen den Schutzleiter messen. 230 einwandfreie Volt werden uns auch da angezeigt. Klar. Unser Haus steht auf der Erde, ist selbst geerdet und ist also ebenfalls mit dem Schutzleiter verbunden. Und wenn man es auch kaum glauben mag, aber der Strom, welcher die Glimmlampe des Phasenprüfers zum Glimmen bringt, fließt hier nun von der Phase durch die Glimmlampe, durch meinen Körper durch meine Füße, Socken, Schuhe, durch den Fußboden gegen Erde. Laminat, Teppich, Beton, alles Dinge, denen man jetzt nicht gerade eine gute Leitfähigkeit zuordnen würde, ne? Tja, aber es scheint zu reichen. Warum aber bekomme ich hier nun keine geschossen? Das können wir auch wieder ausrechnen mit I gleich U 230 Volt durch den Widerstand R. Und den versuchen wir jetzt mal zu messen. Tja, dabei stellen wir fest, dass der Widerstand des Phasenprüfers bei etwa 1,5 Megaohm, also 1,5 Millionen Ohm liegt. Rechnen wir das mal aus, so kriegen wir einen Strom von 153 Mikroampere plus noch den unbekannten Widerstand X, welcher sich aus mir selbst, meinem Schuhwerk und der häuslichen Konstruktion zusammensetzt. Nur mit dem gemessenen Widerstand gerechnet bedarf es der zehnfachen Dosis Stroms, um überhaupt die Chance zu haben, bei Wechselspannung etwas zu spüren und dann nochmal etwa den Faktor 10, bevor es anfängt gefährlich zu werden. Also, ja, Stromkreis ist geschlossen, Strom fließt, aber nur ein sehr geringer und deswegen passiert uns nichts. Und deswegen heißt der Phasenprüfer auch gerne mal Lügenbeutel. Wenn ihr nämlich ordentlich isolierendes Schuhwerk tragt, wie etwa dicke Gummistiefel, so kann es durchaus sein, dass die Glimmlampe nicht glimmen wird, obwohl Spannung drauf ist, weil der Widerstand nun eben doch zu hoch wird. Deswegen,
Wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dann prüft euren Spannungsprüfer zuvor an einer euch bekannten Spannungsquelle oder noch besser, ihr nutzt eben einen zweiphasigen Spannungsprüfer. Und sowas hier sollte man auch nur da machen, wo man weiß, dass die Installation in Ordnung ist. Ich leite hier nun den Strom direkt von der Phase über die Glimmlampe und meinen Körper zurück in den Schutzleiteranschluss dieser Steckdose, also direkt gegen Erde. Klar, so glimmt die Lampe am hellsten, da der Strom nicht so viel Widerstand überwinden muss, aber ganz ehrlich, lasst das bleiben. Ich habe schon zu viele Hausinstallationen erlebt, auf denen auf dem Schutzleiter alles andere als Erdpotenzial drauf war. Wenn ein Spannungsprüfer im Übrigen so aussieht wie dieser hier, also mit gesprungenem Kunststoff, dann gehört er weggeschmissen. Denn vor der Glimmlampe stehen ungebremst die 230 Volt an. Packt man hier also unglücklich an eine Stelle mit schadhafter Isolierung, dann kann man sich gerade noch mal schnell ausrechnen, wie viel mordlustige Ampere wohl gerade jetzt durch den eigenen Körper zucken. Und jetzt kommen wir endlich zum Amiga-Netzteil. Es geht um folgende Situation. Mal angenommen, wir haben ein Netzteil da, von dem wir nichts wissen, außer dass es alt ist. Wir wissen auch nicht, ob es zuletzt funktioniert hat oder ob es einen grausamen Elektrotod gestorben ist oder der zuletzt daran angeschlossene Amiga oder vielleicht auch der letzte Besitzer. Naja. Es klingt jetzt vielleicht überzogen, aber jetzt wäre der richtige Moment, sich noch jemanden dazu zu holen. Einfach jemanden, der dabei steht und zuguckt und im Falle des Falles, was wir ja nicht hoffen wollen, Hilfe organisieren kann. Wenn das nicht möglich ist, dann sagt zumindest jemandem Bescheid, dass er ab und an mal nach euch schauen soll. Elektriker sterben einsam, aber dafür grausam. Wir misstrauen diesem Viech also erstmal und schauen es uns, ohne es in die Steckdose zu stecken, einmal ganz genau äußerlich an. Äußerlich, aufgeschraubt wird nichts. Vor allem achten wir auf Veränderungen im Kunststoff, welche auf eine thermische Belastung schließen lassen könnten. Wenn ein Netzteil aussieht wie ein vanilleeisener Namibwüste oder Brandflecken aufweist und ich wirklich nichts Genaueres darüber wüsste, dann würde ich das Ding weghauen. Unser Netzteil hier sieht aber ordentlich aus. Auch der Schalter scheint noch gut gängig zu sein, lässt sich leicht bedienen und klingt gut, schaltet satt. Die Kabel sind noch fest in ihren Verankerungen drin und weisen auch keine Beschädigungen auf. Mal dran riechen. Muckert zwar ein bisschen undefinierbar, aber verschmort riecht es definitiv nicht. Das Gehäuse an sich ist auch noch in gutem Zustand und spaßhalber lesen wir auch mal, was da so draufsteht. Ja, das Ding ist für unsere Netzspannung gemacht und es ist auch für einen Amiga. Nicht, dass wir es hier mit einem umgebauten Commodore C128 USA Netzteil zu tun haben. Kann ja alles passieren, ne? Schön. Optische Prüfung bestanden. Wir schauen nun nach dem Netzstecker. Das ist, wie wir nun wissen, ein Schutzkontaktstecker, denn er hat die entsprechenden Kontakte. Nebenbei bemerkt, gibt es auch Stecker, die nur so aussehen, als wären sie Schutzkontaktstecker, aber keine PE-Kontakte haben, muss man also genau hinschauen. Wenn wir einen Schuko-Stecker haben, so muss der PE an allen leitfähigen und berührbaren Teilen angeschlossen sein. Schauen wir mal. Am Gehäuse an sich ist nichts leitfähig, ist alles Plastik, aber hier. Hier am Amiga-Anschluss. Also prüfen wir mal, ob der PE durchgängig ist mit unserem Durchgangsprüfer. Jupp, ist der Fall. Test bestanden. Wir sichern jetzt mal den Amiga-Stecker, damit er uns nicht in der Gegend herumfliegt und wir die Hände frei haben zum Messen. Auch organisieren wir uns mal das Pinout des Netzteils, damit wir später wissen, wo wir welche Spannungen zu erwarten haben. Und nun machen wir ernst. Stecker rein in die Dose. Gut, LS und FI-Schalter haben nicht gezuckt. Das Licht ist noch an, es liegt bei mir hier alles auf einer Phase. Stinken tut auch noch nichts, also nächster Schritt. Power on. Gut, es passiert immer noch nichts Brenzliches. Und nun nehmen wir mal unseren Phasenprüfer zur Hand und machen damit eine falsilistische Überprüfung. Ja, ich liebe die Begriffe, die der Harald Lesch verwendet. Kennt ihr den? Den Astrophysiker. Ja, Granatetyp der Mann, absolut. Wir machen jetzt eine Prüfung in der Hoffnung, dass wir nichts erkennen. Ich gehe mit dem Phasenprüfer alle Kontakte mal ab.
und verursache freilich, dank der von mir notwendigerweise angewandten Vorsicht, keinen Kurzschluss zwischen den Kontakten. Die Glimmlampe bleibt dunkel. Sehr gut. Wir haben also schon mal hier nirgendwo Spannungen in der Größenordnung 230 Volt anstehen. Es wäre ja schlimm, wenn das Netzteil aufgrund eines Fehlers voll auf Durchzug wäre. Absolute Todesgefahr für Mannschaft und Gerät. Nachdem das geklärt ist, können wir jetzt zum Multimeter greifen. Die Spannungen, welche wir hier zu erwarten haben, sind laut Pinout plus 12 Volt, minus 12 Volt und plus 5 Volt. Alles Gleichspannung und alles gemessen gegen einen gemeinsamen Minuspol, den sogenannten Ground. Der Pin, welcher mit Shield gekennzeichnet ist, liegt ebenfalls auf dem äußeren Kontakt, der mit PE verbunden ist. Den prüfen wir mit der Durchgangsprüffunktion und es ist okay. Shield hat in diesem Zusammenhang nun weniger etwas mit der Schutzfunktion des PE zu tun, nein, vielmehr stellt dieser eine Funktionserdung dar, welche die Betriebsstabilität des Amigas verbessert. Jetzt stellen wir das Multimeter auf Gleichspannung und hier auf den höchstmöglichen Messbereich. Das tun wir auch mal wieder rein sicherheitshalber. Es könnte ja sein, dass unser Netzteil einen fatalen Fehler hat und statt beispielsweise 12 Volt 100 Volt liefert und wir haben ja nicht vor, unser Multimeter zu killen. Wir klappen also jetzt alle Kontakte nacheinander ab und notieren uns die Messwerte. Wir sehen schon, dass die Messwerte nicht ganz auf Soll-Niveau sind. Dies liegt zum einen an der Messungenauigkeit unseres Multimeters, zum anderen aber viel wesentlicher daran, dass unser Netzteil derzeit ohne Last läuft. Es gibt Netzteile, vor allem die Schaltnetzteile, die funktionieren überhaupt nicht ohne eine gewisse Grundlast. Die leichten Amiga-Netzteile sind zwar Schaltnetzteile und sie funktionieren auch ohne Last, aber generell sollten sie so nicht betrieben werden. Aber hey, das steht nirgendwo drauf und woher sollen wir Laien das denn bitteschön wissen? Also Hauptmut zur Lücke. Beruhigend zu sehen ist schon mal, dass die Messwerte nicht schwanken, sondern relativ stabil stehen. Man könnte jetzt einen Amiga anschließen und schauen, ob er anläuft. Im schlimmsten Fall macht das Netzteil unter Last schlapp und die Spannung bricht zusammen. Entsprechend wird der Amiga nicht laufen bzw. ein instabiles Verhalten aufweisen. Das ganze bisherige Prozedere, also das Messen der Versorgungsspannung ohne Last, also ohne angeschlossenen Amiga, ist nicht wirklich aussagekräftig. Wir können damit nur festhalten, dass das Netzteil einigermaßen das macht, was es soll. Wir können aber nicht sagen, dass das Netzteil innerhalb geforderter Parameter funktioniert. Das geht nur dann, wenn wir dem Ding ordentlich Arbeit aufbrummen. Naja, und nichts einfacher als das, schließen wir mal einen Amiga 500 an und messen dann im laufenden Betrieb die Versorgungsspannungen. Kleines Problem, ne? Wenn der Stecker im Amiga steckt, wo soll man denn da noch messen? Vielleicht müsste man den Amiga aufschrauben und im Inneren nachschauen, wo die einzelnen Leitungen hingehen. Oder am Expansion Port oder am Trapdoor Anschluss. Da liegen doch gewiss auch die Spannungen an. Ja, man könnte ihn aufschrauben, aber man muss es nicht. Und Expansion und Trapdoor Anschlüsse kann man ja auch nur dann zum Messen nehmen, wenn daran nichts angeschlossen ist. Macht aber wenig Sinn bei einem Amiga 500, denn der hat ja normalerweise mindestens eine 512 KB RAM-Erweiterung im Trapdoor stecken. Glücklicherweise sind jedoch die meisten unserer Amigas, außer dem CD32, so aufgebaut, dass wir sie zugeschraubt lassen können und trotzdem die Spannungen messen können. Denn am seriellen Port liegt an Pin 9 plus 12 Volt und an Pin 10 minus 12 Volt an. Der passende Ground dazu ist Pin 7. Wir können den aber auch von einer beliebigen metallischen Fläche hier hinten kriegen. Ist auch besser so, so müssen wir den nicht umklemmen, wenn wir die plus 5 Volt am Joyport 2 Pin 7 messen wollen.
Das würde zwar auch an einem anderen Pin gehen, aber zwecks Lastmessung verpassen wir unserem Amiga dann ja auch mal etwas Last und schließen zum Beispiel am Joypad 1, na, eine Maus eben an. Zunächst mal schließen wir jetzt den Amiga betriebsfertig an, wie man das eben so macht, mit Maus, Monitor über RGB, Audio, ja, ganz normal eben. Und wir werfen die Maschine an. So, und nun können wir nach und nach die einzelnen Pins abklappern und die gemessenen Spannungen notieren. Und wir sehen schon, dass wir deutlich näher dran sind an den Sollwerten als noch zuvor am unbelasteten Netzteil. Man kann in etwa eine Toleranz von plus minus 5% bei plus 12 und plus 5 Volt annehmen und plus minus 10% bei minus 12 Volt. Das wäre akzeptabel. Interessant ist es auch mal eine Diskette einzulegen und das Laufwerk arbeiten zu lassen. Das sieht man anhand der Spannungsschwankungen schön, dass hier was geschafft werden muss. Wir geben dem A500 Netzteil nun aber noch etwas mehr zu schaffen, denn oftmals sieht heutzutage ein Amiga 500 ja so aus: ACA 500 Turbokarte dran, mit zwei Compact Flashkarten drin, na und die ganz Schnellen wollen dahinter noch eine Turbokarte haben, etwa die ACA 1221. Zu bewegende Mechanik an sich braucht aber auch immer ganz gut Saft, also klemmen wir mal das Maximum von drei externen Diskettenlaufwerken an den Disk Drive Port. In jedes Laufwerk legen wir eine Diskette ein. Und nun bringen wir uns an eine der zu messenden Spannungen in Stellung und schalten den Amiga ein. Jetzt können wir hübsch sehen, dass das Netzteil ordentlich was zu schaffen hat. Ein größerer Spannungseinbruch bei laufendem Diskettenlaufwerk könnte darauf hinweisen, dass die Mechanik schwergängig geworden ist und deswegen eben mehr Strom benötigt wird, um den Motor zu drehen. Auch diese Messwerte notieren wir uns jetzt. So, prinzipiell haben wir nun schon einiges zusammen. Wenn unser Netzteil bis hierher mitgespielt hat und sich die Werte noch innerhalb der Toleranz befinden, dann können wir erstmal beruhigt sein. Unser Netzteil läuft, zumindest bis jetzt noch, einwandfrei und kann erstmal mit halbwegs ruhigem Gewissen als mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Gänzlich ausschließen? Ach Leute, kommt, es ist die Retro-Computer-Welt, da schließen wir gar nichts aus, ne? Noch ein Hinweis zum Ende dieser Folge für die Amiga 1000 Besitzer. Hier ist der serielle Port anders belegt als bei den anderen Amigas. Auf Pin 21 sind plus 5 Volt und auf Pin 23 plus 12 Volt. Minus 12 Volt gibt es hier überhaupt nicht an dieser Maschine, dafür aber minus 5. Neben der, wie üblich, guten Unterstützung durch User des A1K-Forums hatte ich dieses interessante Buch von Data Becker zur Hand, als ich diese Folge zusammengestellt habe. Wer sich für die Innereien des Amigas und sein Betriebssystem interessiert, der kann hier nachher mal Ausschau halten. Allerdings neu gibt's diesen Wälzer freilich nicht mehr. Aber ich hatte euch ja zuvor versprochen, dass wir noch ein anderes Retro-Gerät zum Einsatz bringen wollen. Ja, hatte ich. Aber in dieser Folge dann doch nicht mehr. Ja, sorry, das wird wieder ein kleiner Cliffhanger, aber das Wichtigste ist meiner Meinung nach eh erstmal gesagt worden in Sachen Messen der Versorgungsspannungen. Denn so ein kleines Multimeterchen, das kann sich nun wirklich jeder leisten. Dass sich aber jeder ein Oszilloskop zulegen sollte. Nee, also ich denke, das kann keine Voraussetzung sein. Deswegen versteht bitte die kommende Yesterchips-Folge als kleines Add-on zu diesem Thema. Ganz zum Schluss nochmal ein Wink der Sicherheit. Die eben gezeigte Vorgehensweise hat einen ganz besonderen Charme. Wir müssen nichts aufschrauben und das ist sicherheitstechnisch echt das Beste, was man machen kann. Schraubt als Laie bitte nicht das Netzteil auf.
Da drin werden 230 Volt verarbeitet und die können im dümmsten Fall das Letzte sein, was ihr berühren werdet. Ich zeige auch, zumindest vorerst, ganz absichtlich hier nicht die Amigas der Reihen 1000, 2000, 3000, 4000 und CDTV, welche interne Netzteile haben. Gerade die Amiga 2000 Netzteile bergen ein paar hochgefährliche Features, die man schlichtweg nicht kennenlernen will. Aber auch an diesen Maschinen könnt ihr die Spannungen, wie hier beschrieben, von außen am seriellen und an einem der Joyports messen. Ich weiß ja, dass ich damit nerve, aber Sicherheit geht einfach vor. Bis zur nächsten Folge dann. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.